wird's aber frech. Geil! Bruder, wir vergessen, wie lang geht denn das? Kann ich mal da die Auswertung sehen jetzt? Aus! Ich mag nimmer! So, ich bin zurück aus dem Reaktionstest. Ihr habt es ja gerade gesehen, die bunten Lichter und die Töne und die Pedale. Wenn es dann ein bisschen schneller wird, hat man schon ganz gut zu tun. Blut habe ich auch schon abgegeben. Auch Urin hat Gott sei Dank funktioniert. Ist ja gar nicht immer so einfach. Das ist der Chef. Er entscheidet, ob jemand bei der VAG Bus fahren darf oder nicht. Warum sind diese Tests so wichtig und was machen Sie mit den Ergebnissen? Was lesen Sie da ab? Grob gesagt, was wir machen, sind eigentlich nur die wichtigsten Eignungen. So ein Reaktionstest ist eigentlich, da wird das hier von der Psychologie, verkehrspsychologisch, die Belastbarkeit getestet und Reaktionsfähigkeit, grob gesagt. Die anderen Tests sind entscheidend dafür. Sehen ist eine wichtige Sache, was ein Busfahrer haben kann. Er muss auch hören können. Und beim Sehen sind es halt mehrere Tests, dass er auch Zeichen richtig erkennen kann. Und dann wird auf die normale gesundheitliche Fitness noch ein bisschen geachtet, dass er keine schwerwiegenden Erkrankungen sind, dass jemand praktisch hinterm Steuer zusammenbricht und plötzlich nicht mehr fahrfähig ist. Mehr ist es nicht. Wir haben auch schon den Flüstertest gemacht. Den machen wir jetzt mal mit dem Herrn Doktor. Sie stellen sich jetzt mal bitte hier hin und halten sich das eine Ohr zu. Und ich flüstere Ihnen jetzt eine Zahl zu. Das haben die mit mir auch gemacht. Dann schauen wir mal, ob der Herr Doktor überhaupt einen Bus fahren könnte. 9. 205. 70. Okay, er hört alles. Er könnte auch fahren. Wenn er mit 70 auch noch so hört, mit 70 ist Schluss, ne? Dann ist. Kommt drauf an. Kommt drauf an, okay. Also, Reaktionstest habe ich bestanden. Hörtest habe ich bestanden. Sehtest habe ich bestanden. Jetzt warten wir noch auf die Laborwerte. Und dann erst wird entschieden, final, ob ich Bus fahren darf oder nicht. Aber da ich, glaube ich, keine schwerere Krankheit habe, gehe ich mal davon aus, dass es klappt. Vielen Dank. Schaut gut aus. Alles Gute bei uns hier. Wir sehen uns in 5 Jahren beim nächsten Test. Den muss man nicht alle fünf Jahre machen. Ach, schon eher? Ja, wir machen schon Zwischentests. Also 5 Jahre ist der Führerschein und bei uns sind spätestens nach 3 Jahren. Ah, dann sehen wir uns in 3 Jahren. Bis dahin.